Herzlich willkommen, die Leute. Was geht zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live? Ja, liebe Leute, heute mal wieder mit Facecam Business hin. Ganz oldschool, back to the business. So, schauen wir doch mal, was so seit letztem Mal auf unserer schönen Insel hier getan hat. Ich bin schon sehr gespannt. So, wir haben erstmal zwei schöne Ereignisse vor uns. Ist ja am Morgen noch mit 12 Uhr. Naja, eigentlich schon fast mittags. Im Park haben wir einmal den Mittagsmarkt und hier haben wir die Spenden. Wie immer gilt mit den Spenden. Das ist mal eine Sache, mit der wir anfangen. So machen wir es auch heute. Spenden sind wichtig. So sieht's aus. Und da sammeln wir es einfach mal fleißig welche. Und wie immer gilt, während die Spenden gesammelt werden, möchte ich mich für euren Support bedanken. Kann ich es oft genug sagen, die Folgen kommen sehr gut an, finde ich sehr cool. Daumen nach oben und ich kann ankündigen, heute in der Woche, also nächste Woche, Dienstag, wenn ihr das Video dann seht, wird ein neuer Charakter, ein neues Mi auf die Insel kommen. Wer das sein wird, wir werden sehen. Nächste Woche. Könnt ihr mal gespannt sein, könnt auch schon mal eure Vermutungen sehr gern in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt zu wissen, welches Mi es sein könnte. So, ich will das hier auch immer ablaufen lassen, weil ich die Animation ganz cool finde. Das ist einfach ein bisschen Sache von der Wertsetzung ist, wenn ich so sehe, wie jedes Mal hier seinen Betrag hier einfach reinwirft. Gut, da haben wir wieder gut Geld gemacht. 162, das ist viel Kohle, das ist super. So. Irgendwas fehlt auch noch am Brunnen, das haben wir doch gleich nochmal hin. Aha, man sieht es von hinten. Irgendwie so richtig weggehen kann man das nicht, da sieht man noch nach David und... Oder? Das ist doch nicht Kröte. Also von hinten doch, das ist Kröte, glaube ich. Ist das erst zuerst zu sehen. Ganz aber witzig, dass man die Mister quasi immer stalken können, bei wo auch immer die gerade sind. Bei was auch immer die machen. Das ist sehr witzig. So, jetzt schauen wir doch mal, wie es meinen Mies geht. Und da wollen einige was zum Beispiel fast schon gedacht. Das ist also das Hauptsache, um die man es in diesem Part kümmert. So, wir machen mal von links nach rechts und fangen mal mit der Missile an. Weil die will nämlich was, die will spielen. Ei, ei. Dann probieren wir es doch jetzt einfach mal. Jetzt haben wir doch mal. Karten, okay. Alte Jungfer, sie abwechselnd eine Karte, wer es erst in Person hat, gewinnt. Ach ja, das war das Spiel, wo es schlecht war. Sagt, er ist und habe gewonnen. Okay, da ist es aber Glück. Hab zufällig einfach mal die richtige Karte gezogen. Aber das Glück hat man nicht immer. So, komm, wir nehmen das Größte. Jawohl, eine Kuckucksuhr. Kuckucksmilch. Diese Meme mit der Kuckucksmilz. Ach. Das waren auch Zeiten, wo ich damals auf die alten Memes reagiert habe und da mal in Streams gesperrt worden sind. Das waren wilde Zeiten. So, also. So, dann schauen wir doch mal weiter. Pikmin will jetzt noch mit mir spielen und da flattert zugleich so mit den Armen. Sagt man, so was geht da ab. Ja, okay, okay, wir spielen. Ist ja gut. Quiz der Gemeinsamkeiten. Ach nee, wie gut kennst du den Inselwiener? Jetzt wird sie das wer. Er ist ja verkacken wert. Zu deinen Inselbewohnern. Sophie und Spongy WC tragen zurzeit die gleiche Kopfbedeckung. Ich habe halt keine Ahnung, welches Kopfbedeckung die tragen. Sag nein. Und die korrekte Antwort ist. Das ist falsch. Okay, Sternsonnenbrille und Strohhut, das wissen wir Bescheid. Boah, haben es erst ein Sim. Thelima und Yestria haben den gleichen Geburtstag. Ich hab da sowas von keine Ahnung. Ich weiß weder von Gamer noch von Yestria den Geburtstag. Ich sag einfach mal nein, weil das verdammt unwahrscheinlich ist, dass die denselben Geburtstag haben. Das ist falsch. Da habe ich einfach mal drauf gesetzt, dass nicht zufälligerweise zwei Leute jetzt haben. Habe ich nicht gesehen, was das stand. Ist ja auch Wurst. Ubu und ich sind beide völlig ausgehungert. Das kann sehr gut sein, dass dem so ist. Das stimmt. Was genau. Eigentlich traurig ist. Ja, wir sind komplett ausgehungert, das stimmt hier. Das kann am besten gut sein, dass die irgendwie alle hungrig sind. Das ist irgendwie ins Heißen, dass ich dem mal was zum Essen geben sollte, glaube ich. Also, wir sehen es das schwarz auf weiß, meine Mies bisher ist, dass sie hungrig sind. Kümmer ist schlecht um die, wenn ich sehe es denn. Dann geben wir dir jetzt was zu essen, wenn du so viel Hunger hast. Hm? Also erst tun wir mal die große Box öffnen, im Besen perfekt. Auch Bowlingkugel wäre eigentlich viel geiler gewesen. Was soll's. Ja komm, dann hauen wir jetzt mal was raus und zwar
Eine Pizza, die verteilt ist von alle. Pizza ist lecker. Die fand er erst lecker, aber gleich auf dem zweiten Platz die Pizza. Perfekt. So, Spongy war noch ausgehungert, aus dem wollte ich immer schauen. Immer er isst. Wo ist denn der Spongy? Spongy pennt gerade dann. Das ist ja fies. Alles krabbelt. Überall. Können wir die wieder beim Schlafen beobachten? Finde ich jetzt im Real Talk sehr witzig, das haben wir gleich hin. Sollen wir erstmal zu Stria, weil die noch was will und dann hat noch jemand anders ein Problem. Und dann kümmern wir uns um Spongy. Ja, ewig nicht gesehen. Ja, ich weiß, dass wir uns jetzt ein paar Tage nicht mehr gesehen haben. So. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über. Du weißt nichts über Sven, okay. Was willst du von ihm und mir? Katze, Maus, nichts Besonderes, alles super. Komm, ich sag einfach mal, ist alles super. So. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Ich bin auch neugierig. Schauen wir nochmal. Vielleicht Freunden die so an, wer weiß. Wieder ein bisschen die Freundschaft in den Game voranbringen. Im Grunde mag ich beide gern. Arbeitstag und freie Tage, ja gut. Also ich bin eher so der Typ, freie Tage, Arbeit muss nicht unbedingt sein. Jetzt auch mal Videos, was? Nein, jetzt. Das war jetzt ein schlechter Front gegen mich selbst, das gibt's dazu. So, Cookie, wie kann man dir jetzt helfen? Dich sieht man hier kaum noch. Ja, jetzt tut doch nicht alle rummotzen, dass man mich nicht mehr so oft sieht. Ich habe halt auch noch ein Real Life im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur eure verkackte Tumulation. So, sorry für das, was ich gerade gesagt habe. Das mach ich ans Herz. Ach Gott, das weiß ich wieder nicht, was du schon hast. Ja, komm. Ich gebe dir jetzt mal den coolen Hausanzug, dass doch was Wildes, was man anziehen will. Du wirst mich so hassen dafür. Nein, nicht mal. Das gefällt ihm total gut. Okay, sillig. Dann haben wir doch gleich wieder was für dich. So, und du hast ein neues Level erreicht und hast, weil ich es gerade sehe, noch keine Konsole. Aber auch noch kein Lied. Deswegen machen wir dir jetzt ein. Boah, was haben wir denn noch nicht gehabt? Rap, glaube ich, ne? Ich denke es. Ein Rap-Lied. Ein Cookie. Ist das schon ein guter Rapper-Name? Ah, was kommt jetzt? Passiert eine Einmeldung. Einmeldung. Da viele Bewohner von Damako so gern singen, findet in der Konzerthalle ein Casting statt. Aha. Jetzt können Bewohner, die die gleichen Lieder kennen, Gruppen bilden und gemeinsam auftreten. Aha. Wir möchten sowohl Anfänger als auch Profis, die einfach gern auf der Bühne stehen, dazu motivieren, ihre eigene Gruppe zu bilden und andere von ihrem Talent zu überzeugen. Danke fürs Zuschauen. Okay, also in der Konzerthalle wird jetzt nach Bands gesucht. Sehr, 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 sehr interessant. Also da werden wir auf jeden Fall, reinschauen. Aber das, liebe Leute, machen wir erst im nächsten Part von Kamadazi Live. Bis dann, sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!